Neue freie Presse, 24. August 1917. Triest im Krieg von Alice Schall. Eine Stunde braucht das Auto von der Front nach Triest. Vorne liegt die Straße unter Feuer. Je ruhiger es weiter hinten übergewirrt, desto lebhafter geht es neben ihr zu. Batterien, Kleinkolonnen, Labestationen, dann Wäschereien, Bäckereien, endlich die Feldspitäler, dann Munitionsmagazine und Soldatenheime, alles mitten im Wald, im Staub. Ein frisch aufgestelltes, hölzernes Reich. Immer stiller wird's. Merkwürdig schmal ist der Streifen Krieg. Hinter dem Krieg kommt ein Streifen Leere. Und dann plötzlich die Welt. Die Straße macht eine Biegung und nun liegt sie zu unseren Füßen. Die Stadt Triest, und ihr all das Blut gegen Fluss. Schimmernd liegt sie da inmitten des blauen Wolfs. So ruhig prangt sie hier in ihrer Schönheit dicht hinter der Stadt, als kümmere sie nichts davon. Und doch ist sie nur durch die lebende Mauer der Soldatenleiber vom Eroberer getrennt. Jeder von uns hat die berühmte Aussicht von Okecina auch gesehen. Man hat aber stets nur den einen Gedanken gehabt, wann geht das nächste Schiff? Die Stadt war unsere Durchzugsstation. Von hier aus fuhren wir nach Venedig, nach Corfu, nach Alexandrien. Und jetzt? Jetzt umfasst der Blick voll Rührung das schöne Bild. Unser Triest. Ja. Jetzt erst unser, weil andere Hände danach reckten und wir es mit unserem Blut erkauften. Wir mussten es erst erwerben, um es zu besitzen. Jetzt erst erkennen wir, was es uns wert sein muss. Aber noch immer nicht ganz. In Tausenden wohl, die zur Isonzo-Armee gehören, ist das Eigentümergefühl erwacht. Aber alle in Österreich sollten es haben. Ganz Serbien ist verblutet für einen Hafen am Meer. Russland kämpft darum einen jahrhundertealten Kampf. Alle Völker der Erde wussten, was ein Hafen bedeutet. Nur wir wussten es nicht. Neben mir wundert sich ein Berichterstatter. So schön ist Triest. Davon habe ich nie etwas gehört. Ja, woher auch? Darüber, dass die Stadt Triest eine große, allgemeine, volkstümliche Propaganda braucht, gibt es gar keinen Zweifel. Und jetzt ist der geeignete Augenblick dazu, sie vorzubereiten. Jetzt oder nie. Abgeschnitten vom Weltverkehr liegt die Stadt still und feiernd da. Ein riesiges Dorf. Patriotismus muss eine gut gemauerte Basis haben. Wir müssen alle zusammenwirken, damit es den Triestinern in Triest gut ergehe. Dann werden sie uns lieben. Auf dem Molo San Carlo, auf dem jetzt das Gras wächst, promeniert die blauende Menge und schaut dem Trommelfeuer zu. Nichts eigenartiger als solche Corso. Mit freiem Auge erblickt man Monfalcone, das italienische Geschütze birgt. Man sieht die feindliche Mündungsblitze. Man verfolgt die Explosionen auf der Armada. Und man hört den Kanonen donnern, als stünde man mitten im Kampf. Bis nachts, wenn die Flieger kommen, bleiben die Einwohner ruhig in ihren Betten liegen. Nur die Fremden, denen geraten wird, ein Zimmer aufs Meer zu nehmen, zum Zuschauen, laufen ans Fenster. In der ersten Nacht, die ich hier weile, sitze ich bis 12 der Freunden. Es ist heller Mondschein, so kann man das späte Heimkehren riskieren, denn sonst gibt es kein Licht in der Stadt. Sogar in den Kaffeehäusern, die da vorne liegen, sind die Rollläden herabgelassen. Man muss dort viel Himbeersoda konsumieren, denn in den abgesperrten Räumen ist so arg heiß. Schwarz stehen die Häuser, leer sind die Gassen. Dann plötzlich kommen die Flieger. Man hat mir ihren Besuch erst für 4 Uhr morgens prophezeit. Und um 12:15 Uhr sind sie schon da.
der Welt so sehr wie diese Stadt. Die Flieger da oben einigen die Menschen hier unten. Die Scheinwerfer suchen nach ihnen und wenn eines der Luftfahrzeuge in die Kreuzungsstelle zwei Straßen gerät, flammt es hier eine Sternschnuppe auf. Schrapnellfeuer, Irrlichter dazwischen und in das Krachen der Abwehrgeschütze mischt sich das heiß saugende Zischen der fallenden Bomben. Das dauert nicht lang. Rasch wird es still und finster. Man legt sich nieder. Springt wieder auf, wenn sie um 2 Uhr wiederkommen. Aber das dritte Mal, um 4 Uhr, verschläft man bereits. Mehr als zweimal schaut keiner zu. Man schuldet den Dresdinern grenzenlose Bewunderung für ihre Kaltblütigkeit. Einmal gab es sogar während eines Theater Carré einen Fliegerangriff. Niemand ging fort und es wurde weitergespielt. In einem Monat allein ereigneten sich 97 Bombenwürfe. Die Schulen aber waren alle offen. 26.000 Kinder lernen ruhig weiter, während oft ganze Stockwerke niederkrachen. Unter 160.000 Triestinern sind 30 Erschlagene zu beklagen. Ist nichts passiert, so spricht am Morgen niemand vom nächtlichen Geschehen. Und freilich, vorgestern gab es ein Unglück. Eine junge Frau mit ihrem Söhnchen und ihrer Mutter blieb tot. Der alte Mann, der 37 Jahre in derselben Wohnung lebte, verlor gleich 3 geliebte Menschen in einer Nacht. Aber niemand fragt, ob die Opfer Deutsch, Slowenisch oder Italienisch gewesen. Das Unglück eint. Und es sind auf einmal nur mehr Österreicher da. Nichts ist sonderbarer als eine große, bewohnte Stadt, vor deren Toren eine Schlacht stattfindet. Aber Dresden liegt gar nicht an Bangigkeit. Am stärksten fühlen es die Frauen. Nichts ist leichter, als die Frauen von Triest zum Gehen zu bringen. Man braucht nur zu sagen, es ist für die Isonne zu anheben. Da ist ein Frauenkomitee mit der Stadthalterin Baronin Fritz Skene an der Spitze. Aber es veranstaltet keine Feste. Dazu ist das Leid zu nahe und das Elend zu sichtbar. Die Stadthalterin und die übrigen Frauen sind der Meinung, nicht sie seien es, die amüsiert werden sollen, sondern die Soldaten. Es geht ein neuartiger Zug durch die Hilfsaktionen dieser Frauen. Nicht nur Verwundete, Kranke, auch Gesunde sollen erfreut, zerstreut und vom Jammer ein wenig abgedeckt werden. Nicht nur Röntgenapparate, Betten, Decken, Kissen, sondern auch ein Feldkino haben die Damen von Triest den Soldaten geschickt. Ein Kaffeehaus mit Billard, Karten, Zeitungen, eine Schaukel, Teekessel, Grammophonen, Klavieren. Die Soldatenheime wurden mit Spielen versehen, mit Schach, Dame, Mühle, Domino. Sie wurden zu gemütlichen Clubräumen ausgestattet, in denen die Mannschaft musizieren, rauchen, schreiben, spielen kann. Von draußen schickt man einfach die Listen der Sachen, die noch fehlen. Hier braucht man noch eine Geige, dort ein Bild. Es kam so weit, dass die Leiter der Ladestationen der Soldatenheime ohne viel Umsteigen in Triest einkauften und die Rechnung an das Damenkomitee gehen ließen. Viele 100.000 Kronen haben allein die Frauen von Triest an die Isonsarmee verschenkt. Im Verhältnis zum großen Leid zerstört das Wald, aber mit Liebe, mit Freude umgesetzt, wirkt es doppelt. Die Freude, das ist die Hauptsache. Zu Weihnachten kam die Freude in 20.000 Paketen voll Mundharmonikas, Schokolade und Spielen an die Front. Aber das lustigste Weihnachtsgeschenk der Dresdinerinnen war das wandernde fotografische Atelier. Zwei Wagen wurden herumgeschickt. Einer war Dunkelkammer und das Bild wurde sofort ausgefolgt. 60.000 Bilder als Ansichtskarten wurden an besorgte Mütter geschickt. Es gibt auch noch ein anderes neuartiges Frauenkuratorium in Triest. Jede Frau übernimmt die persönliche Aufsicht über eine Waise. Bei den Sitzungen erzählt sie, welche Talente, welche Fehler, welche Wünsche ihr Kind hat. Eins braucht eine Nähmaschine, ein anderes Zeichenunterricht und es wird individuell geholfen. 200 Deutsche
slowenische Frauen unter der Vizepräsidentschaft einer Italienerin sorgen bereits für 2000 Kinder. Nach jeder Isonzuschlacht wächst die Zahl der Kinder und die der Pflegemütter. Das Ziel ist, die hilflose Weise nicht aus ihrem Stand hinabsinken zu lassen. Kein Mann in Triest braucht aus der Mittelschule auszutreten, weil sein Vater ein Held gewesen ist. Trotzdem Triest vom Seeverkehr abgeschnitten und mit dem Hinterland nur durch eine Bahnlinie verbunden ist, die außerdem eine ganze Armee versorgt, ist die Stadt voll Ruhe. Es ist die erstaunlichste, bewunderungswürdigste Ruhe, die ich je gesehen habe. Aber es ist nicht die Ruhe meines Kirchhofs, denn die Stadt, freier als manche andere, hat auf dem heutigen wichtigen Gebiet der Volksernährung eine bemerkenswerte Selbstverwaltung. Eine Kommission ist da, aus allen Ländern und Nationalitäten zusammengemischt. Und von dieser bekommt in Triest jedermann das notwendige Existenzminimum an Bedarfsartikeln, ohne sich anstellen zu müssen. Nicht nur Brot, Fett, Mehl, Zucker, sondern auch Fleisch, Seife, Zündhölzer, Marmelade, Mais, Eier, verpackte Kohlen, Milch, Käse, Wurst. Eine Lebensmittelkarte berechtigt jeden zu bestimmten Preisen, an bestimmter Stunde seinen Teil zu geben. Der Umsatz im Jahr überschreitet 300 Millionen. Der Überschuss wird zum Volksausspeisung verwendet, die mittags 40 Heller und abends 30 Heller kostet und bei der täglich 11.000 Portionen verteilt werden. Das warmfühlende österreichische Herz, das von der Not in Triest erweckt wurde und das nun hier so kräftig pulsiert, wir sollten es auch weiter für uns schlagend erhalten. Das einzige Gefühl, dass die Stadt dem Meere gehöre, hinausgravitiere, darf nie wieder aufkommen. Der Heimatsinn muss gestärkt werden. Jeder muss wissen, wofür er sein Blut vergoss. Viel ist hier zu tun. Und viel ist auch zu gewinnen. Die Plätze aller der Reiseitaliener, die in der Zuversicht flüchteten, nach 14 Tagen wieder hier einzuziehen, aber die nie wiederkamen, die sind frei. Für österreichisches Geld, für österreichische Unternehmungen, der Bedarf liegt förmlich in der Luft. Eine große Buchhandlung fehlt. Ein Laden für feine Hüte, Tanzschule, Modewaren. Ein deutsches Bierhaus wird gebraucht. Zuckerbäckereien, Weinstuben, Theater, elegante Friseurläden werden glänzende Geschäfte machen. Ebenso Autotaxi-Unternehmungen für den zu erwarteten Fremdenverkehr. Denn die Verbündeten werden wohl doch lieber unsere Riviera besuchen als die italienische. Unsere schöne, prangende Küste, deren Bilder nun zu Hunderten nach Deutschland, nach Bulgarien, nach der Türkei wandern sollten. Es ist eine seltsame Vision, die der abreisende Lopecina mit sich nimmt. Diese einst ins Leere hinausgreifende Stadt, die so voll bunt bewippelter, ausfallender Schiffe war, nun aber still und feierlich da liegt. Sie klammert sich förmlich an den Felsen des Hinterlandes an. Der Tag wird kommen, da wieder bunt bewimpelte Schiffe aus- und einfahren werden und die Flaggen unserer Feinde lustig in unserem Hafen wehen. Doch die Stadt, soweit sie dann auch hinausgreifen möge, ins Weltmeer. Nimmer löse sie die Umklammerung, die der Krieg sie gelehrt.